Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Volta. Heute mit dem lieben Aldin Aliagic. Hallo, Freunde. Aldin und ich haben uns lange nicht mehr gesehen. Wir haben gerade ein wunderschönes, geiles Trainingsvideo für euch abgefilmt. Das werdet ihr Sonntag bekommen. Aber heute habe ich Aldin mal überredet, seine allererste Reaktion mit mir durchzuführen. Und zwar reagieren wir auf jemanden, der sich Muskeln implantiert hat. Also er hat über eine halbe Million Dollar in sich investiert. Genau. Nur an Implantaten. Implantate, auch Gesichtschirurgie. Wir legen mal los. Schon die erste Warnung. Na toll, danke. With my implant designer and body modifications, it's much more about and making myself completely exceptionally different from anyone else. Ja. Krass, warte mal. Hat sich da ein Rückenmus? Guck mal. Ja, der hat sich das komplett Latissimus. Krass. Diesen Muskel da, siehst du das da? Mhm. Implant designer, body modifications, it's much more about. Aber auch das Gesicht schon, guck mal, das Gesicht. Ja. Krass. Exceptionally different. Und hinten den Latt. Warum investiert jemand eine halbe Million Dollar, wo er das, was ich hier sehe, auch locker in einem Jahr vernünftiges Easy. Training hinbekommen hätte? Easy. Also ich frage mich, also was geht da ab? Also was strebt man damit an? Weil Ästhetik ist es ja nicht mehr proportional zu irgendwas. Ein halbes, dreiviertel, so die Form, die er jetzt hat, halbes, dreiviertel Jahr, ein Jahr Maximum, vernünftige Ernährung, Training durchgezogen, ja. Hätte er das für einen Fünfer machen können. West Hollywood, Hi, my name LA. Is Justin Jedlicka. I'm 36 years old. I live in Los Angeles, hier ist California. Aus. I work 36 as Jahre. Er sieht schon jünger aus, muss man dazu sagen, oder? Ja, aber er sieht auch aus wie eine Frau, oder? Guck mal, wenn du so guckst. Ist schon ziemlich feminin. Ja, ja, ja. Die Lippen können ja. Ich glaube, die Lippen machen ihn auch feminin. Und Lippen und die Augenbrauen und die Augen. Okay, fast alles in seinem Gesicht. Die Lippen sehen und der Augenpartie sieht dir auch sehr ähnlich, finde ich. Danke. Wenn ich das so. Also dafür, dass er eine halbe Million reingesteckt hat? 36. And I'm known in the media as the human Ken doll. The human Ken doll? I'm going to have. So was? Das ist so der Barbie und Ken, ne? Das ist Ken dann. Aber ist Ken nicht blond? Blond, oder? Barbie und Ken sind blond. Echt? Latissimus-Implantate. Alter, guck mal, so ein riesen Implantat. Aber sein Trapez ist zu klein. Er hat sich einfach den Teres Major implantieren lassen. Also ich finde es grundsätzlich überhaupt nicht schlimm, ne? Ist eigentlich eher interessant so, aber ich verstehe die Ästhetik dahinter nicht, weil man sieht ja eindeutig, dass der mittlere Rücken viel zu groß ist. Jetzt mal aus sportlicher Sicht betrachtet, oder? One of my forehead veins cut, tied off and ablated. I had my first latissimus procedure about 2 years ago and I was the first person. Ja, er muss ja dann eine Seite erst, dann die andere Seite. Warte, ich bin kurz ab. Ich glaube, er sagt, er ist die erste Person. In the world to ever embark on an augmentation to their back. So krass. I conceptualized the surgery, I designed the implants, everything healed well. It just ended up being a little bit. Guck mal, wie das aussieht. Auch wirklich die Proportion im mittleren Rücken. Ja. Er hat die Implantate auch selber designt. Ja, das ist noch krasser. Ach, wirklich? Ja, hat er gerade gesagt. Ja, hat er gerade gesagt. This is an exact replica, a sample of the implant that'll go into my back just tomorrow. I'd probably have to put myself around 550 cosmetic procedures. Boah. 550 kosmetische Eingriffe. Mhm. Gucken, vielleicht sagt er ja noch, warum er es macht. Das interessiert mich jetzt. Full on surgeries. I think this is gonna be surgery number 36. Gehen wir mal hier. Eyebrow lift, tricep surgery, Waden. Krass. Varius Lipo? Ich glaube, es sind Fettabsaugungen. Brustimplantat, Rückenimplantat, Bizeps-Operationen. Fünf Nasen-OPs, Alter. For me, I look at this as being an art form. I really genuinely enjoy the design process. Aber okay, er sagt, er sieht sich als Kunstform und genießt die Prozedur dahinter. Also ich muss wirklich sagen, ich finde das voll okay, ne? Ich finde es aber krass, dass man es auf sich nimmt. So, Aldin geht jetzt, muss leider nach Hause jetzt gehen. Kannst du verstehen, warum er sich 550 Operationen unterzieht? Ja, du musst doch mal verstehen, warum er das macht. Er versucht, sein perfektes Bild zu finden. Ja, genau. Ja, das versuchen wir doch auch. Ja, aber wir geben dafür Schweiß und Blut. Und er Schmerzen. Muss ja wehtun.
Aber es ist wirklich krass. Und Geld. Ob er überhaupt jetzt auch noch selber Sport treiben kann, ob ihn die Implantate da irgendwie behindern oder so. Aber vielleicht kommt es ja noch. This surgery tomorrow is it's costing me 21,000 in total, including the implants. Yeah. 21,000 nur morgen? Der Latissimus mit den Implantaten. 560-something-thousand-dollars. 560. Das macht er beruflich, dass er sich das leisten kann. I know that. Wow. Oh. Also Ashley hat mich jetzt überrascht. Ashley hat uns beide gerade ein bisschen überrascht. Es sieht aber wirklich augenscheinlich aus wie eine Frau. Und ich dachte jetzt wirklich, also ich habe ja kein Problem damit, aber dass die Stimme dann auf einmal so kommt. Akustisch. Aber es ist scheinbar eine Community, die sich gegen dieser westlichen Kultur orientieren. Also ich glaube wirklich, die wollen irgendwo ein Statement setzen, weil erstmal ganz realistisch. Er kann machen, was er will, aber dieser Körper ist in einem Jahr zu erreichen. Ne? Also das ist scheinbar, glaube ich, wirklich einfach nur um Statement zu setzen. Schaut mal, hier, wir wollen nicht so sein wie die anderen, glaube ich. Das ist einfach so, ey, ich bin total faul, hab mega viel Kohle im Arsch und hab keinen Bock, irgendwas zu machen und schieb mir das rein, weil Trainieren geht ja auch immer wieder weg, wenn ich nicht weiter trainiere. Da habe ich gar keinen Bock drauf, deswegen knall ich mir Implantate rein, die halten 10 Jahre und dann hole ich mal halt neue rein. Hi. Für ihn ist es auch so, wenn ich eine OP habe, ne, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ne? So, da stehe ich morgens auf mit mieser, schlechter Laune und er so, yay! Das ist wie Training für uns. Ich ja, Mann, Brust! Und er so, ja, Mann, Rücken! Heute Rücken, jetzt mal ein halbes Kilogramm Rücken implantieren. Zum wieviel 500. Mal operieren? Wenn ich ins Gym laufe, laufe ich auch immer mit Kuss montiert und rein. Und du siehst die erstmal alle, was geht ab, Leute? Straight ahead. Oh, I just had a light bulb on my ass 2 days ago. It's sore. Aber der genießt das schon. Was hat er gerade gesagt? Er hat seinen Arsch machen lassen vor ein paar Tagen? Ja, der hat ein bisschen Schmerzen am Arsch. So, there's the implant. And as we talked about, this may come out in pieces because it's such a large implant. Again, let's go up this way. And it's just going to be a piece of it, I think. Oh, yeah. Alter, das ist auch ein riesen Teil. Oh, that's a Terry's implant. That's a Terry's. Yeah. So that's our old implant. There it is. It's out. Out, out, out. You see what his back naturally looks like? It's pretty flat. I mean, there's not much going on there. There's not much going on. So now, so this is our replacement Terry's implant. Oh, and I believe. Put the arm straight up. Yeah. Alter. Das ist ein Menschenkörper, ne? Wenn die da rumpuppeln, ne? Das ist so voll irgendwie. Oh, Mann. Die muss ja auch vernünftig sitzen, Junge. Ja, die muss ja vernünftig sitzen. Was hat die OP gekostet? $26,000 jetzt, ne? 21,000. Boah, Mann, Alter. Great. I like it. Yeah, so it feels, looks a little lumpy, bumpy. Yeah, it's in the right spot. Okay, good. Alright, so that one's in. Now you're gonna put in the big one. Ja, aber müssen wir das nicht. Die schieben es da rein und. Ich kenne mich mit diesen plastischen. Muss sie festgenäht werden oder was? Oder? Ich glaube, die setzen das Gewebe frei und der Platz, der dort ist, ist dann für das Silikon, ne? I'm already sweating. Noch 3 Kameras. Okay. We operated on him about 2 years ago. We put implants in to make his latissimus muscles bigger. Or never been done before. Went well, but he felt they were a little bit bigger than they should have been. So we took them out today and put in totally redesigned implants and it went very well. It was a little bit challenging. Wow, Alter. It's so much scar tissue. Was für ein Latt auf einmal. Alright, all set. So we're finished. So we got both implants, big implants in. We got a small implant in on the other side. Everything's closed up. Ablated those vessels on his forehead. We're done. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wie ihr es machen würdet oder ob ihr es nicht machen würdet. I chose to look a specific way and it aber es sah vorher auch gut aus, muss man ehrlich sagen. Aber gut, er sieht jetzt auch, also, dass so viel Geld drin steckt. Das ist krass, das sieht nicht. Also das sehe ich jetzt auch nicht. Nee. Also ich glaube, ich weiß, also klar, die Dinger kosten alles extrem viel Geld, aber er sieht jetzt auch nicht so, dass ich auch sage, boah, der sieht voll eklig aus. Also ich würde ihn dafür nicht haten, wie er aussieht. Ich finde es nur krass, dass es so teuer war, so auszusehen, weil es kostet dich ein Jahr Training. Ne, also Leute, Studienmitgliedschaft 20 Euro mal 12 und ihr habt's. Also wie viel ihr investiert habt, um so auszusehen? Mein gesamtes Leben bis jetzt. Für Essen, Training. Aber gut, essen müssen wir alle. Subs, was alles.
Mehr bestimmt. Nein. Kevin auf jeden Fall. Wenn ich so viel Geld verdient hätte, puh. Die ganzen 10 Jahre Bodybuilding. Du wahrscheinlich. Du siehst aber auch ein bisschen mehr. Stoff, Wachstumshormon, Essen. Also ist klar, über die Jahre summiert sich bestimmt was zusammen. Über eine 500.000? Ja. Komm. Also getrennt also von dem, was du normalerweise essen zwischen, musst. Irgendwas zwischen einer 250.000 habe ich bestimmt schon verballert dafür. Boah. Stimmt. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass wir alle zufrieden mit uns selber sind. So ist es, ja. Und wenn er meint, so zufrieden durch sein Leben zu gehen. Wenn er wirklich gut schläft am Ende des Tages, dann hat er wohl gewonnen. Ja. Ich hoffe, ihr seid genauso verstört wie wir jetzt. Und dieses kleine Video hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder Sonntag um 10 Uhr. Aber natürlich auch, wenn es wieder heißt, willkommen bei...